Videoblog Teil 45. Ich grüße euch. Es ist heute Abend. Es ist Freitagabend und ich nehme den Videoblog jetzt auf. Und es ist mir eine Ehre, den Videoblog heute an einen 13-jährigen Jungen zu richten. Und ich grüße dich, Patrick vom Dilsberg. Patrick, ich kenne dich nicht. Ich habe dich vorher nicht gekannt, aber ich habe eine E-Mail von dir bekommen. Und du hast dich geoutet. Du hast dich geoutet bei mir. Und jetzt nicht, was die anderen denken. Nein, Patrick ist nicht schwul, sondern Patrick ist Tokyo Hotel Fan. So, und jetzt bevor er etwas... Oh, ich sehe euch jetzt schon vorm Computer sitzen. Oh Gott, ein Junge, Tokyo Hotel Fan. Jetzt will ich euch mal was sagen. Tokyo Hotel, das ist ein Vorurteil. Das ist ein ganz großes Vorurteil, dass Tokyo Hotel scheiße ist. Ich persönlich bewundere die Jungs. Jetzt überlegt mal, diese Jungs haben etwas geschafft, was keine andere Jungsband vorher auf dieser Welt geschafft hat. Die sind als Schüler zusammengekommen, die haben sich nie wirklich was sagen lassen. Der eine, der Bill, ist mit so einer Mähne rumgelaufen, die sind gehänselt worden, aber sie sind ihrer Spur immer treu geblieben. Sie haben sich nicht von anderen was sagen lassen, sie sind treu geblieben, sie wollen Musik machen. Und aus diesem Glaube, das schätze ich ganz hoch an denen, aus diesem Vertrauen an die Musik, aus diesem Glaube an die Musik ist was ganz Großes geworden, die Band Tokyo Hotel. Und jetzt ist sie in Deutschland nicht mehr so ganz beliebt, aber doch noch, die Mädels flippen noch aus, wenn sie hier ihre Tour machen. Aber in Amerika, da sind sie jetzt ganz, ganz groß, da sind sie Weltstars. Und ich finde, das haben die Jungs verdient. Denn diese Jungs, und der jetzt was anderes sagt, der ist nur neidisch. Der ist nur neidisch. Tokyo Hotel hat was ganz Großes geleistet. Mir imponieren diese Jungs, wirklich. Die haben etwas richtig Großes getan. Und wenn ich die sehe, dann kann ich nur sagen, Hut ab vor diesen Jungs. Und Hut ab, dass ein Junge Tokyo Hotel Fan ist. Warum nicht? Warum müssen immer nur Mädchen Jungs anhimmeln? Jungs finden genauso Jungsmusik gut. Ich finde auch Justin Bieber gut. Der hat eine super geile Stimme. Und hallo, der singt gut. Also, das will ich jetzt mal sagen. Ich will mich jetzt auch mal outen. Ja, ich reg mich jetzt richtig auf über die, die da sagen, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel ist cool. Weil Tokyo Hotel hat richtig gute Texte gemacht. Spricht Jugendliche an, spricht Kinder an und singt über deren Probleme und ist ein bisschen schwarze Musik, aber es ist cool. Ja, das braucht man heute. Das will die Welt. Und alle, die es nicht gut finden, die sollen eben nicht hören. Und ich find's gut, Patrick, dass du Tokyo Hotel Fan bist. Einer der wenigen, ich glaube, ganz viele Jungs sind Tokyo Hotel Fan, aber sie wollen es nur nicht sagen, weil es nicht in ist und das ist genauso bescheuert. Patrick, ich habe ein Lieblingslied von Tokyo Hotel, das will ich jetzt mal kurz ansingen und dann geht's weiter zu deinem Wunsch. Rette mich, das finde ich so gut, cool. Zum ersten Mal alleine in unserem Versteck. Ich seh noch unseren Namen an der Wand und wisch sie wieder weg. Ich wollt dir alles anvertrauen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück, nimm mich mit. Komm und rette mich, ich verbrenne innerlich. Komm und rette mich, ich schaff's nicht ohne dich. Komm und rette mich, rette mich. Ja, rette mich, das ist irgendwie eins meiner Lieblingslieder von Tokyo Hotel. Ich finde ganz viele Lieder von denen cool und ob ihr es glaubt oder nicht, ich war schon auf 3 Konzerten von Tokyo Hotel und ich finde die live Bombe. Wenn die kreischenden Mädels nicht wären, wären sie noch viel, viel besser. Also ich finde die live richtig Bombe. Patrick vom Dilsberg, ich weiß nicht, wie du mit Nachnamen heißt, aber bist einfach Patrick, bist 13. Ich find's cool. Bleib deiner Spur treu. Lass dir nichts von anderen sagen. Lass dir nur sagen, wenn es angebracht ist. Tokyo Hotel hat das so gemacht. Die haben sich nichts sagen lassen und sind heute ganz, ganz groß. Man kann alles schaffen auf dieser Welt.
Schrei, hast du dir gewünscht. Schrei, so laut du kannst. Manchmal ist es so im Leben. Geht's euch nicht auch so? Da geht man in die Schule, morgens. Du kriegst alles eingepaukt, du kriegst gesagt, was du machen sollst, du kriegst gesagt, was du lernen sollst. Und manchmal willst du das gar nicht. Tief in deinem Innern denkst du, ach Mann, was soll dieser Scheiß? Oh, guck. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schule nicht wichtig ist. Schule ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber da gibt es so viele unsinnige Sachen, die man in der Schule lernt, die man überhaupt nicht mehr im Leben braucht. Gar nicht mehr. Das ist mein Rückblick auf die Schule. Ich bin wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Aber was brauchst du in deinem Leben aus der Schule? Du brauchst Mathe, du brauchst Deutsch, du brauchst ein paar Grundkenntnisse. Aber sonst, naja. Okay, ich will jetzt nicht weiterreden. Ich will jetzt das Lied Schrei für dich singen. Das hast du dir gewünscht. Schrei von Tokyo Hotel. Und manchmal muss es wirklich raus. Es ist das Lied für alle, die wirklich nicht nur alles in sich reinfressen, sondern die wirklich alles rausschreien. Du stehst auf und kriegst gesagt, wohin du gehen sollst. Wenn du da bist, hörst du auch nur, was du denken sollst. Danke, das war mal wieder echt ein geiler Tag. Du sagst nichts und keiner fragt dich, sag mal, willst du das? Nein, 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 nein. Schrei, bis du selbst bist, schrei, auch wenn es das Letzte ist, schrei, auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Schrei, bis du selbst bist, schrei, auch wenn es das Letzte ist, schrei, weil es so weh tut, schrei so laut du kannst. Schrei. Auf, Rattenfänger lauern überall, verfolgen dich und greifen nach dir aus dem Hinterhalt. Sie versprechen dir alles, wovon du nie geträumt hast. Und irgendwann ist es zu spät und dann brauchst du das. Nein, 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 nein. Schrei, bis du selbst bist, schrei. Und wenn es das Letzte ist, schrei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Schrei, bis du selbst bist, schrei. Und wenn es das Letzte ist, schrei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Schrei. Zurück zum Nullpunkt, jetzt kommt eure Zeit. Lasst sie wissen, wer ihr wirklich seid. Schrei, 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 schrei. Jetzt ist unsere Zeit. Schrei, bis du selbst bist, schrei. Und wenn es das Letzte ist, schrei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Schrei, bis du selbst bist, schrei. Und wenn es das Letzte ist, schrei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Und jetzt schweig. Nein, weil du selbst bist, nein. Und wenn es das Letzte ist, nein. Weil es so weh tut, schrei so laut du kannst. Nein, 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 nein. Schrei so laut du kannst. Schrei! Ja, also, Leute, nix in euch reinfressen. Manchmal muss man wirklich alles aus sich rausschreien, sonst wird man krank auf dieser Welt. Und das meine ich so, wie ich es jetzt sage. Patrick vom Delsberg, ich hoffe, dir hat's gefallen. Das ist mal eine ganz andere Version. Ich singe anders. Ich kann nicht so gut singen wie Bill. Aber ich habe mein Bestes versucht. Und jetzt rettet mich vor dieser Hitze. Rette mich.
Ich schaff's nicht ohne dich, lieber Winter. Aber ich will den Winter jetzt nicht zurück. Sommer, du sollst noch da bleiben. Patrick, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich wünsche allen anderen auch einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich auf meinen nächsten Videoblog, den 46. Teil. Bis demnächst und bis dann. Und ich finde, ihr solltet euch mal richtig outen, was ihr wirklich gerne hört. Und ich bleib dabei. Tokyo Hotel ist cool. Bis bald. Euer Rainer. Ciao.